Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christian und dies ist ein neues Let's Play für Forge of Empire, der dritte Schwierigkeitsgrad der Gildenexpedition. Wir befinden uns in der zweiten Hälfte und ich habe mir ein wenig Gedanken auch darüber gemacht. Ich werde jetzt hier diese vier einzeln aufnehmen und dann die nächsten vier auch wieder einzeln, also ob hier schon anfangen. Es hat eigentlich nur einen stupiden Hintergrund. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, oh, da will nur jemand wieder ganz viele Videos produzieren, um Klickzahlen zu produzieren. Nee, die Videoreihe, wenn ich die hier in einer Liste zusammenstelle, hätte, wenn ich die ersten zwei Videos aus der ersten, die zweiten zwei aus der zweiten, die zweiten zwei aus der dritten. Warte mal, wie waren das? 2, 4, 6 plus 4 sind 10, sind wir doch bei 11. Hä? Irgendwie bin ich auf 13 gekommen. Aber das wäre ja dann hier 12. Aber wir haben einen Prolog. 2 aus der ersten, 2 aus der zweiten, 2 aus der dritten Stufe. Na gut. Ich lasse mich überreden. Von mir selbst. Ich mache es jetzt einfach so. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich nehme jetzt erstmal die 4 auf, mache dann eine Pause. Muss ich ja sowieso. Und dann werde ich die nächsten 4 aufnehmen. Was haben wir zu erwarten? Münzen, Vorräte, Güter oder 4 Versuche? Könnte ja auch sein, dass ihr jetzt 4 Versuche kriegt. Münzen, Vorräte, 10 Forge-Punkte, 25 Güter, 3 Einheiten und 25 Diamanten, Einladungskit, Forge-Punkte oder Helium 3 Extraktionszwerg. Das scheint eine Vorratsproduktion zu sein. Okay. Greifen wir mal an und hoffen auf das Beste. Diese Runde hier, das ist noch die Runde von eben, ist auch meine Qual der Wahl. Was erwartet uns denn hier? Na gut. Das ist meine Standardaufstellung. Und solange ich nichts anderes brauche, oh, werden wir das auch machen. Ihr habt gerade schon gesehen, ich habe den Kraken. Ich habe auch die arktische Orangerie. Beide mit über 20. Den Kraken, den kann man gerne mal auf Stufe 21 ausbauen. Das liegt ein bisschen daran, also den Kraken auf Stufe 21 auszubauen, dass er da noch 50% Quote hat und einmal mehr funktioniert. Also deshalb, man kriegt zwar nicht den Forge-Punkt mehr, immer noch 16, aber 21 ist eine schöne Stufe für den Kraken in seiner Effektivität. Ja, ansonsten, ihr seht es schon, ach, wisst ihr was? Wir machen mal Autokampf. Und dann kann ich euch das Ganze erzählen. Der würde ja auch nichts anderes machen. Also ich habe 283, 117 und die Gegner haben, glaube ich, plus 95. Irgendwie sowas. Okay, irgendwie spielte das doch anders als ich. Was soll denn diese Kette hier? Was ist das? Na, auch mal schön zu sehen. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Also ihr seht, man kann auch noch kämpfen. Ich wollte jetzt eigentlich zeigen, die Gegner haben plus 95%. Wir haben 283, 117. Das liegt daran, dass ich Castle der Monte Zeusstatue und Achnatum vollständig ausgebaut habe. So, ich schieße mal auf ihn. Ich habe sie voll ausgebaut, mindestens auf Stufe 10 und ich habe die Terrakotta-Armee noch und die, wie heißen sie, die Wikinger und den ganzen anderen Kram. Reden, nee, Christian nicht, multitaskingfähig. So, kommt meine Guten. Ja, erzählen und erklären in einem echt eine Schwierigkeit. Zack. 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 Und zack. Okay.
Ihr seid schon kleine, gemeine Wichtel. Einfach vor mir abzuhauen, so dass ich euch nicht angreifen kann. Oh, was ist denn da los? Treffe ich die jetzt nicht mehr mit zweimal treffen? Na gut, aber wenn ich euch nicht mehr mit zweimal treffen treffe, dürftet ihr mich doch auch nicht mit zweimal treffen erledigen. Okay. Ja, das meine ich. Blup. Komm, du müsstest jetzt tot sein. Und du auch. Okay. Das heißt, ab hier an muss ich doch mal ein bisschen drauf achten. Weil ihr seht schon, meine Einheiten sind echt ziemlich blutig geschlagen. Übrigens, es fällt mir jetzt aber eben auf, ich habe auch die Burg Himeji, aber die hat sich noch nie gezuckt. Habt ihr sie schon einmal gehört oder gesehen? Nee, ne? Also sollte hier mal zwischendrin irgendein Preis auftauchen, dann könnte das die Burg Himeji theoretisch sein. Ich habe es bisher einmal, das war glaube ich sogar gleich beim ersten Mal gesehen. Ansonsten habe ich sie nicht gesehen. Okay. So, greifen wir mal an. Ich sage gleich dazu, ich spiele nochmal. Ich spiele das Ganze hier blind. 4, 6, 10, 11. Das heißt, ich weiß noch nicht, was mich hier erwartet oder wie ich das Ganze spielen soll. Also bitte keine Vorwürfe über, oh, das muss man doch so und so spielen. Das weiß man wenn wahrscheinlich wenn, schon, wenn man es fünfmal gespielt hat. Aber wenn man noch neu hier ist, dann können. Okay, heute ist. Ich hake den heutigen Tag als. Es ist nicht mein Tag ab. Darf, kann ich das offiziell so machen? Der heutige Tag will einfach nicht. Will zum offiziellen. Will zum. 6 bis 8. Also. Ich verstehe es nicht. Eben musste ich zweimal auf die schießen. Jetzt reicht einmal. Okay, dich rücken wir mal nach hinten. Es ist nur noch einer, deswegen. Ich will ja immer versuchen, mit so wenig wie möglich Verlusten zu spielen. Und das heißt, wir nehmen mal die ganz verlustigsten Einheiten nach hinten zurück. Jetzt hast du die freie Wahl. So. Ich würde mich auch auf was Grünes stellen. Er hat sich schon gut hingestellt. Zack. Einen haben wir noch. Genau. Palüm, palüm. Okay. Denn mir geht es auch darum, so viel wie möglich Einheiten, ja, zu haben, die es überleben. Und warum ist das heute nicht mein Tag? Also, ja, es gibt mehrere Begründungen, warum das heute nicht mein Tag ist. Das zum Beispiel ist eine. Also, wir rennen mal einfach nach ganz nach vorn. So. Er fährt nach ganz nach hinten. Bäm, es schützt dich nicht. Ja, heute geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Also, wie jetzt eben, ich hätte das letzte Video gelöscht. Also das vorletzte Video, weil ich es schon hochgeladen habe. Und ich weiß, dass der interne Speicher nicht so riesig ist. Sagen wir es mal so. Aber er war gerade der Meinung, zu wenig Speicher. Und hat das Video abgebrochen. Jetzt muss ich die beiden zusammen tackern. Beziehungsweise ihr seht jetzt die zwei Schüsse nicht. Aber es ärgert mich. Also irgendwie genau wie das eben... mit dem Postboten, ja, also, ja, ich nehme ein Video auf, schon klingelt es an der Tür, okay. Also irgendwie, naja, man kann ja nicht nur glückliche Tage haben, ne. Muss ja auch mal Pech haben im Leben. Das Süße ist niemals so süß, ohne das Saure, würde Friedrich Nietzsche sagen.
So, meine Freunde. Den oder den? Ja, komm. Mach den. Wie heißt es? Do the hustle. Fahrt alle dahin. Manchmal das Gefühl, es wäre jetzt besser, wenn der Autokämpfer kommt und seinen Autokampf durchzieht, als wenn das jetzt, was ich hier mache. Ja, das deswegen. Bam. So, wir müssen jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ihr dürft jetzt nochmal schießen. Dann sollte es das gewesen sein. Oder auch nicht. 8, 9. Okay. Ich meine, darf ich mich beschweren? Ich glaube, ich habe bisher eine Einheit verloren, weil ich es anders gespielt habe als normal. Also eigentlich darf ich mich nicht beschweren. So. Zack. Wir schießen. I shot the sheriff. So und so. Jetzt hoffe ich mal, ja, das wird zu erwarten, das war nicht zu erwarten. Aber das sollten wir trotzdem locker schaffen. Na? Den Tod haben, dann geht das doch. Sehr schön. Okay. Haben wir auch das geschafft? Okay. Drei Exoskelett-Soldaten haben wir noch und jetzt kommt die letzte Kampf, der letzte Kampf und dann mache ich aber auch erstmal eine Pause. 12 Kämpfe in Folge immerhin für mich. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich merke auch, ich bin leicht unterzuckert. Nervös. Jetzt kommt der wieder. Nee, komm nicht. Gar nicht. Attacke. Attacke. So. Rennt, meine Lemminge, rennt. Los, komm. Lemminge, sprint. Bam. Er zuckt sich nicht. Wollen wir den verwandeln? Alles kommen. Komme jetzt sowieso nicht an ihm vorbei und ich hoffe jetzt zwar, sage ich mal so, dass wir eine andere Perspektive auf ihn bekommen, dass er sich in so ein Ding verwandelt, habe ich einfach gehofft. Aber so ist das. Dafür habe ich jetzt hier zumindest das Glück, ja, genau den. Glaube ich, knicke dann die nächsten Aufnahmen für die restlichen Tag für heute. Ich darf heute nichts mehr aufnehmen. Es geht einfach nicht so, wie ich das will. Bam. Warum? Ah, du schlägst dort. Zack. Zack. Und zack. Haben wir schon Toten? Nein, noch nicht. Aber die erste Runde ist geschafft. Gut, 1, 2, 3. Auf wen schießen wir? Auf ihn da. Stimmt, ich kriege damit die 3 tot, ne? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja gut, dann hätte ich auch
Jetzt nur die 3 geschafft, aber theoretisch gesehen. Na, mal schauen, was sie draus machen. Aber na, das ist schon mal gut. So, rein ins Feld, auch wenn wir heute sterben. Naja, aber klar. Attacke. So, komm. Ein Toter. Ein Toter. Naja. Aber man zieht es ja auch dann an, ne? Okay. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Für diese Runde. Und ich überlege mir dann gleich noch was, wie es weiterläuft. Gut, wenn. Ich habe aber überlegt, eigentlich müsste das passen. 2, 4, 6, 10, 11. Okay. Ich schneide es doch zusammen. Dann sehen wir uns, sobald sich das hier wieder ein bisschen aufgeführt hat, wieder. Und bis dahin, bis gleich. Ja, und da bin ich wieder zum zweiten Teil. Entschuldigung. Diesmal in anderer Umgebung. Zumindest für mich. Ich musste umziehen. Okay, was haben wir hier? 8 von denen. Und also, die starten irgendwo random auf dem Platz. Das ist gar nicht so schlecht. Also die 8 sollten kein Problem darstellen. Das wird schon interessanter werden, schätze ich mal so. Sie haben insgesamt jetzt schon 100%. Das sollten wir auf dem Schirm behalten. Zumal man ja dazu sagen muss, wenn man mal schaut, wir haben, können die 100% gerade noch so in der Verteidigung ausgleichen. Also, das macht ja auch die Gildenexpedition so besonders anstrengend. So, zeigt mal an. Also, sie. Genau, das ist zum Beispiel ja hier auch ein gewisser Nachteil. Sagen wir es mal so. Okay, wir machen den platt. Den platt. Schießen auf ihn. Schießen auf ihn. Schießen auf ihn. Greifen ihn an. Greifen ihn an. Und greifen ihn an. So, jetzt hoffe ich mal, genau, das sollte es gewesen sein. Also, ein, ja, Treffer. Da konnte ich aber nicht viel gegen machen. Eins. Wir müssen jetzt natürlich nach vorn stürmen, ne? Das ist klar, dass wir hier nicht hinten hängen bleiben. Zwei, drei, vier. Attacke. Naja, gut, vielleicht ist es doch nicht so klar. So. Attacke. Wir haben nun eine Chance. Vier bis sechs. Also hier wird es doch langsam anstrengend. So, 6 bis 8. Sechs bis 8. Gut, das sollten wir jetzt schaffen. Hoffentlich. Ja, traut sich keiner ran. Doch, du traust dich. Sehr gut. Sieg. Auch diesen Teil haben wir bewältigt. Achso, ich wollte ja Mist. 4 Versuche, war nicht schlecht. Kriegen hier Münzenvorräte, Produktion und solche Geschichten. Hier bekommen wir 3 Einheiten und hier bekommen wir Heilige Himmelswacht, Forgepunkte, Konzerthalle ist, glaube ich, ne, hier ist das Kulturgebäude, Renovierungskit oder 100 Diamanten. Gut. Gut.
Also, das kommt mir irgendwie fast vertraut vor. Und wir greifen an. Okay. Schale Marmelade. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal fröhlich sie alle wegschießen und dann versuchen, sie alle fröhlich wegzuschießen. Okay, minus eins. Na, das war ja nicht so dramatisch. Aber ich dachte, die Reichweite von denen wäre höher. Ja, da war es das ja jetzt erstmal für die Runde. Einen kleinen Trefferpunkt mussten wir kassieren. Und jetzt hoffen wir mal. Okay, sie verkriechen sich schon. Wir verkriechen uns natürlich nicht, wenn die. Hier müssen wir natürlich ran. Ich sag mal so, mein momentanes Spielgefühl, das kann sich aber auch noch schnell ändern. Okay, der war gut. Da hat die arktische Orangerie ihre Forge-Punkte mal bewiesen. Also ich meine, die man, oh, das war dämlich. Komm jetzt wenigstens, ja. Ich wollte schon sagen. Na, warte mal, so dämlich ist es vielleicht nicht. Wenn wir sie tot kriegen, dann sollte es jetzt nicht das große Problem sein, weil wir haben ja immer noch drei unverwandelte Agenten. Und die haben, wenn du jetzt, genau. Dann haben wir nämlich den entscheidenden Vorteil. Wir können uns hier wieder rausbegeben. Glück im Unglück gehabt. Also wirklich, man muss es so sagen. Also wenn ich mich dahin gestellt hätte, dann wäre das hier das ganze Thema hier ein bisschen tödlicher verlaufen. Okay. Also wir versuchen mal mit unseren Einheiten, ernsthaft. Zack, das gibt es doch nicht. Zack. Naja, man merkt's, man merkt's. Also, zack. Den werden wir wohl vermutlich verlieren. Aber außer er trifft. Oh ja, er hat getroffen. Wir haben keinen verloren. Aber auch nur mit Glück. Nur mit Glück. Also, beziehungsweise, nennen wir es mal nicht Glück, nennen wir es arktische Orangerie. Okay. Aber solltet ihr hier sein und ihr habt die arktische Orangerie noch nicht, also ich rate euch, Freunde des Spiels, spielt die arktische Orangerie, also holt euch die. Ich habe letztens in einem Video von Socket gehört, zumindest, ich weiß noch nicht, ob er das für die frühen Spieler das nur nicht empfohlen hat oder also ob es sozusagen abhängig von eurem Spiel gemacht hat. Aber ich muss sagen, nebst Kraken gehört die arktische Orangerie für mich, für jemanden, der ab der Zukunft oder ab hier eigentlich schon vorher alles, was jenseits der Gegenwart ist. Also sobald ihr die Gegenwart verlasst, solltet ihr und deshalb möglichst schon in der Gegenwart die arktische Orangerie haben. Also, ich habe die leichte Befürchtung, dass man wenig Chancen hat. Also, ich muss ehrlich sagen, in der. Ja, los, komm. Na los, was soll der Geiz? Ja, los. Hier. Wir müssen jetzt, die beiden können, dürfen sowieso nicht schießen. Das heißt, wir müssen jetzt auf unser Glück vertrauen. Die beiden kommen nicht ran. Wir müssen hier durch diesen Dschungel durch. Es bringt uns ja nichts, stehen zu bleiben. Nein, aber wenn, also ich empfehle wirklich die arktische Orangerie, die ist so gut. Also man kann es einfach nicht anders sagen. Okay, das ist sehr gut. Das ist nicht so schön.
Ist auch gut. Komm jetzt. Kreisen ihn langsam ein. Du kannst doch nicht mehr. Ich würde doch sagen. Was? Jetzt nicht. Jetzt aber. Okay. Also die 6 Schüsse müssen wir riskieren, also müssen wir aufnehmen. Da können wir auch nach vorne fahren. Was ja normalerweise nicht ganz so üblich ist, aber wir müssen ja nach vorne. Ich meine, hier werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so ganz so verlustfrei von dann ziehen. Und ob wir hier überhaupt gut davon kommen, ich hoffe mal. So, das wird sich zeigen. Zack. Das war schon mal günstig. Manchmal ist es einfach nervig. So. Aber. Naja, es war zu erwarten. Wir müssen, also das ist jetzt hier Brechstangenmethode. Okay. Es ist wirklich Brechstangenmethode. Na gut, die Brechstange müssen wir jetzt nicht gehen. Aber die da. Okay, einen haben wir verloren. Ich denke aber, das ist, wenn man jetzt insgesamt betrachtet, vielleicht hätte man es noch vorsichtiger spielen können. 3 Railguns. Jetzt hoffen wir natürlich auf. Okay, jetzt sehen wir auch mal einen Helden. Ich habe noch nie eine. Ich glaube, doch, ich habe schon mal einen Helden gesehen aus der Zukunft. Also bis hierhin macht sich unsere Truppe hier ganz gut. Ich habe auch überlegt, sollte ich das nicht schaffen, Stufe 4 abzuschließen, dann werde ich jetzt erstmal in der Zukunft so lange dran arbeiten, bis ich es wieder schaffe. Gut, eins. Zwei. Drei. Ja, den können wir ja platt machen. Oh, das war sehr gut. Das war vermutlich auch wichtig. Eins. Es gibt es einfach nicht. Ist mir jetzt. Muss erstmal ihn. Also. Na, ich wollte erstmal ihn loswerden. Also okay, jetzt haben wir, das sollte jetzt zu machen sein. Also zumindest, ich meine, sie müssen ja auf die, oder müssen, müssen klingt so, müssen sie gar nichts, aber glücklicherweise spielt ja hier die KI und die muss zwar nicht, aber sie geht halt immer auf die Agenten. So, jetzt hoffe ich, dass er nicht unser. Ich habe manchmal das große Glück. Nee, ist es nicht. Okay. Und jetzt. Jetzt kommt die Brechstange. Aber das mag ich. Also, ich muss sagen, also bisher gefällt mir das Kämpfen hier richtig gut. Also, es ist anders. Also, ich meine, man ist ja von der Gildenexpeditionen der Gegenwart so verwöhnt, also ich zumindest, in der Gegenwart kann man ja wirklich bis zur 4. Stufe im Autopiloten durchspielen. Ne? Das heißt also, dass man jetzt ein taktisches Moment hat, in dem man sagt, okay, zack, ich mache jetzt einfach. Was soll der Geiz? Okay, hier. Menschen, denn schon. Jetzt dürfte mir wenigstens einen zerschießen, okay? Doch noch nicht. Komm.
Ah ja, ich merke, also eins merke ich definitiv, also das davon kann ich jetzt nicht so richtig abweichen. Komm. Oh, Glück gehabt bisher. Also richtig Glück gehabt. Komm, zack. Yeah. Zwei tote Agenten. Aber jetzt auch, hätte man sich einen zumindest sparen können. Okay, 11.568 und 20 Forgepunkte. Und wir haben die Stufe Nummer 3 geschafft. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Stufe Nummer 4 wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ab Stufe Nummer 4 werde ich auch immer nur 4 Expeditionen spielen. Ihr seht ja, es geht hier eine ganze Länge, also eine ganze Menge. Aber ab Stufe 4 wird es für die meisten auch erst richtig interessant. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr das nachholt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder überhaupt irgendwann wieder. Hoffentlich. Ich würde mich freuen. Bis dahin, viel Spaß beim Nachspielen, euer Christian.